willkommen auf meiner Seite. Heute möchte ich euch ein Rezensionsexemplar zeigen. Und zwar aus der Baker Street-Tales Reihe. Eine neue Reihe über oder um Sherlock Holmes. Geschrieben von Dr. Watson, also aus Dr. Watsons Sicht. Wobei ich jetzt nicht weiß, ob die anderen Teile genauso sind. Aber Sherlock Holmes und die gefallenen Mädchen. Da erzählt Dr. Watson, wie man es so schön gewohnt ist von ihm, aus seiner Sicht, die ganzen mysteriösen Fälle. Oder diesen mysteriösen Fall. Denn eines Tages kommt Lestrade zu den beiden und weiß nicht mehr weiter. Eigentlich darf er gar nicht irgendwas erzählen, weil das alles ganz, ganz geheim ist. Aber natürlich macht das neugierig. Und Sherlock ist sofort Feuer und Flamme, da ihm so langweilig ist, dass er sogar schon die Zeitung nach irgendwelchen Fällen durchsucht. Es heißt nämlich, dass ganz viele junge Mädchen oder Frauen tot aufgefunden worden sind. Und man munkelt oder glaubt im Scotland Yard, dass Jack the Ripper zurück ist. Und genau das macht es für Sherlock Holmes natürlich ganz besonders. Weil, obwohl er eigentlich nicht mitmachen sollte, weil diese ganze Sache streng geheim gehalten werden muss. Nicht mal die Medien sollen etwas davon erfahren. Es ist eine spannende Geschichte. Sie ist, glaube ich, nur 87 Seiten lang. Kostet 2,99 €. Und im Shop haben sie. Ich habe das Buch tatsächlich innerhalb von, Länge 87 Seiten, innerhalb von einer Mittagspause sozusagen gelesen. Nach der Arbeit habe ich immer ein bisschen Zeit noch. Und wenn schönes Wetter ist, kann ich mich auch auf eine Bank setzen und einfach mal ein bisschen, bevor ich dann weiter muss, meinen Sohn abhole und so weiter und so fort. Und da habe ich das Buch angefangen. Und eigentlich wollte ich nur reinlesen. Ja. Etwas später habe ich festgestellt, dass ich fertig bin mit der Geschichte, weil die so spannend ist, dass ich sie tatsächlich nicht weglegen konnte. Und das hat für mich dann, das ist für mich echt auch ein positiver positiver Aspekt. Dass ich einfach lesen musste. Ich musste wissen, wie es weitergeht. Was passiert jetzt? Ist Jack the Ripper tatsächlich zurück oder ist es nur ein Nachahmer? Das alles und viel mehr erfährt man in dieser Geschichte. Und sie war wirklich toll. Also ich hatte meinen Spaß. Ich hatte die Autorin Astrid Pfister hatte mich vorher gefragt, ob ich das Buch lesen möchte, die Geschichte lesen möchte. Und da ich bereits etwas von ihr schon kannte, habe ich gesagt, klar. Und ich google gerade mal, ob man hier auch den Verlag sieht, aber hier jetzt nicht. Doch, Verlag, Arunia Verlag. 10. Mai 2017 ist es erschienen. Genau. In dieser Baker Street Tales Reihe sind noch 5 weitere Bücher herausgekommen. Einmal Sherlock Holmes und das Phantom von Charing Cross von J.J. Prayer. Dann Sherlock Holmes und der geheimnisvolle Mr. Squibb von Barbara Büchner. Dritter Tales, Sherlock Holmes und das Geheimnis der Narrenkappe
Sophie Oliver. Baker Street Tales 4 ist Sherlock Holmes und der Fall 666 von Marion Minks. Und schließlich der fünfte Teil Sherlock Holmes und die gefallenen Mädchen von Astrid Pfister. Drei der fünf Bücher sind auch für Kindle Unlimited vorgesehen. Ansonsten kosten sie alle 2,99 €. Wie gesagt, ich hatte meinen Spaß. Ich wurde unterhalten. Ich fand sie sehr gut. Und kann sie in diesem Sinne auch weiterempfehlen. Wer Sherlock Holmes mag, kann sich ja die Leseprobe einmal näher betrachten. Näher durchlesen. So, in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit, einen schönen Tag. Wir sehen, lesen und hören uns. Bis bald, eure Janine. Bye.